Hallo, hier ist der Sascha von Ride First wieder. Nachdem ich euch in der letzten Lektion erklärt habe, wie ihr ordentlich Gaps und Doubles bezwingt, sollte das ja mittlerweile sitzen, sodass wir langsam zu den Trick Lessons übergehen können. Heutiges Thema sollen sein der Whip und der Tabletop. Beginnen möchten wir nun mit dem Whip. Beim Whip ist es sehr wichtig, dass ich möglichst neutral und gerade durch die Luft fliege, sodass ich mein Rad auch ordentlich bewegen kann. Beginnen kann ich damit, indem ich einfach nur leicht mit den Beinen das Hinterrad nach außen drücke und somit schon eine leichte Bewegung erzeuge. Wenn ich den Whip dann aber richtig ausführen möchte, sollte die Bewegung aus dem Oberkörper kommen, sprich die Arme drehen sich in die eine Richtung und die Beine in die andere. So kann ich optimal das Rad querstellen und drehe es um meine eigene Körperachse, sodass ich eine möglichst sichere, leichte Rotation erzeuge. Man sollte beim Whip natürlich immer bedenken, dass ich bis zur Landung mein Fahrrad auch wieder gerade gestellt haben sollte. Also spätestens in der Mitte der Flugphase sollte ich beginnen, mein Fahrrad wieder in Richtung Landung zu drücken und somit auch gerade zu stellen. Wenn ich den Whip noch etwas mehr ausbauen möchte, sollte ich schon beim Absprung beginnen, eine leichte Kurve zu fahren. Sprich, wenn ich zum Beispiel mein Hinterrad nach rechts rausschmeißen möchte, sollte ich eine leichte Linkskurve auf den Absprung fahren, sodass automatisch die Bewegung erfolgt, ich diese unterstützen kann, indem ich mit den Armen das Fahrrad nach links ziehe und mit den Beinen das Heck nach rechts rausdrücke. Somit erzeuge ich eine möglichst schräge Lage in der Luft, einen möglichst schönen Whip und sollte mich dann wieder auf die Landung konzentrieren und mein Fahrrad über den Lenker wieder in die Landung hineindrücken, sodass dann das Fahrrad gerade gestellt wird und ich möglichst mit beiden Rädern gleichzeitig lande. Als nächstes möchte ich euch einen Trick der ersten Stunde erklären, der sogenannte Tabletop. Den Tabletop kann ich mit jedem Fahrrad zelebrieren, egal ob es ein kleines Hardtail, ein Dirtbike ist oder ein großes Downhillbike, er funktioniert immer gleich. Beim Tabletop habe ich auch wieder den Vorteil, dass ich mich langsam herantasten kann. Sprich, ich kann neutral abspringen und dann in der Luft beginnen, mein Fahrrad durch Bewegung der Arme nach oben zu hebeln. Die Beine unterstützen diese Bewegung und somit bekomme ich die erste Schräglage meines Fahrrads. Zur optimalen Vorbereitung kann ich den Tabletop auch in der Ebene trainieren. Da sollte ich mein Fahrrad gerade vor mich stellen und dann mit den Armen das Fahrrad in Schräglage versetzen und mich darauf konzentrieren, dass das Knie in die Richtung, in die ich den Tabletop hochziehen möchte, schön am Rahmen bleibt, sodass es nicht außen hängt und ich eine ordentliche, saubere Technik bekomme. Beim Tabletop ist es wichtig, dass die Bewegung wieder aus dem ganzen Körper geschieht. Sprich, die Arme und Beine bewegen das Fahrrad in Schräglage. Der Oberkörper bewegt sich aber entgegen der Rotationsrichtung, um so ein Überkippen in die eine Richtung zu verhindern. Wenn nun die Trockenübungen sitzen, fahre ich wieder neutral auf einen Absprung zu, mit derselben Geschwindigkeit, wie wenn ich den Sprung normal springen würde. Schon beim Absprung beginne ich, das Fahrrad etwas gerader nach oben gehen zu lassen, also etwas steiler abzuspringen, sodass ich dann in der Luft optimal mit den Armen agieren kann, sprich der Arm in die Richtung, in die ich den Tabletop machen möchte, zieht das Fahrrad nach oben, versucht es unter die Armkehle runterher zu hebeln. Der andere Arm macht sich lang, die Hand öffnet sich eventuell sogar ein bisschen, dass ich die Bewegung einfacher ausführen kann. Mit den Beinen sehe ich zu, dass das innere Knie schön am Rahmen dran bleibt und ich nicht wie ein Frosch auf dem Fahrrad hänge. Analog zum Whip sollte ich auch beim Tabletop zusehen, dass ich in der Mitte der Flugkurve mein Rad wieder anfange gerade zu stellen, sodass ich ordentlich und mit beiden Rädern gleichzeitig in der Landung landen kann. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Wie gesagt, ihr könnt euch bei beiden Tricks Schritt für Schritt rantasten. Ihr müsst nicht direkt beim Whip die 90 Grad erwischen, ebenso wenig beim Tabletop. Aber man hat die Möglichkeit, langsam zu starten und sich Stück für Stück ranzutasten und somit zwei der coolsten Tricks im Repertoire zu haben.